Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute für euch eine neue Palette von Catrice und zwar ist es aus der neuen Collection Serie die 01 Peach Passion oder wie auch anders genannte Coral Nude Palette. Ich habe natürlich auch wieder versucht, Vergleiche zu finden aus den ehemaligen Reihen und ich muss ganz ehrlich sagen, es war nicht so leicht. Auf jeden Fall haben wir als allererstes die Spicy Rust Palette. So sieht die wundervoller aus. Was gibt es faktisch zu sagen? Also farblich findet man natürlich einzelne Ähnlichkeiten, aber ich finde, diese geht noch mal ein bisschen so in die Grauschleier-Richtung, also gerade die Brauntöne, wie man sieht, sind ein bisschen kühler, aber das werden wir natürlich auf dem Auge testen, kann man jetzt noch nicht im Vorhinein sagen. Und ansonsten haben wir natürlich auch die Fresh Nude Collection, die am nächsten kommt, sogar farblich sehr ähnlich. Hier ist es eher pinkstichiger, hier ist es eher, wenn es die Peach Palette sein, dann sollte das eigentlich pfirsichhafter sein, oder? Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall. Paar Fakten über die neue Reihe, also Catrice und Essence allgemein, die sind ja von gleichem Haus, die werden jetzt mikroplastikfrei. Das ist auch eine neue Formulierung. Wir testen einfach mal, wie das ist. Und ich habe schon mal aus dieser neuen Reihe eine Palette getestet. Ich habe vergessen, wie die heißt, aber die verlinke ich euch auf jeden Fall beim i. Ich habe noch eine ganze Playlist für alle Paletten, die es mal gab. Und bevor ich noch zu viel quatsche, hole ich einfach ran und wir testen jetzt einfach. Kann sein, dass mein Concealer ein bisschen creased, weil ich habe Augencreme gefühlt 2 Minuten vom Concealer aufgetragen. Egal. Ich würde mal sagen, wir fangen erstmal an, ein bisschen zu setten. Und da haben wir hier diese wunderschöne Farbe. Die ist ein bisschen dunkler als mein Augenlid. Deswegen fange ich das ein bisschen an einzublenden und gehe auch nicht direkt an die Highlight-Stellen. Sehr krümelig im Fändchen. Aber ihr kennt es, solange kein Fallout ist. Ist nichts Verkehrtes daran. Und es hat schon so eine bronzende Farbe. Von der Transition-Farbe auf jeden Fall schon mal sehr schön. Alle anderen Töne scheinen ein bisschen gräulich zu sein. Deswegen gehe ich direkt mal rein in die Pfirsich-Farbe. Also da kann man die auch nicht anders benennen. Ich nehme einen anderen Pinsel. Und zwar ist es von BH die Nummer 17. Gerade eben habe ich verwendet die Nummer 6. Wir gehen eigentlich direkt in meine natürliche Crease. Weil ihr kennt das, ich mache meine Augen gerne ein bisschen größer. Die Farbe hat sehr viel Pigment. Also ich habe ja gerade eben das Lid gesettet. Das heißt, ich habe keinen Primer, der das irgendwie jetzt extra hervorhebt. Sondern die Farbe ist einfach ein bisschen krasser. Und ich habe schon wieder viel zu tief geblendet. Ignorieren wir. Direkt mal wegblenden. Das ist das Schöne. Das habe ich, glaube ich, in der letzten Review nicht erwähnt. Aber so gerade wenn ihr Fehlerchen macht, die lassen sich sehr schön wegwischen. So, ich konzentriere es eher vorne. Ja, die lässt sich auch sehr schön ausblenden. Muss man gucken, dass es nicht fleckig wird, weil ich habe hier zum Beispiel eine Stelle, da war ein bisschen feuchter. Und da scheint die auch festzukleben. So, ich versuche jetzt auf der anderen Seite das jetzt identisch zu machen. Ich habe ja 2 verschiedene Augenformen. So, ich nehme jetzt einen sauberen Pinsel aus der Vegan-Reihe, die V5. Gehe wirklich nur ganz außen an die Ränder. So, dann habe ich jetzt auf jeden Fall eher so ein, ja, Domed Pencil Brush aus der Pro-Reihe Nummer 8. Und da würde ich gerne ein bisschen verdunkeln. Ich fange erstmal an mit dieser grauen Farbe hier und mal sehen, was das alles sein soll erstmal. Deswegen swatche ich die. Die scheint jetzt geswatcht ein bisschen wärmer zu sein. Oh, die hat aber sowas von Kick-Up. Direkt abklopfen. Tropfe ich mal im äußeren Bereich auf. Die macht nur sehr leicht was gerade. Kann aber auch daran liegen, dass sie von den Tönen her sie nicht so krass von der Peach-Farbe abhebt. Also ich hoffe, man sieht es gerade hier. Ist ein minimaler Unterschied da. Ich swatch mal die beiden nebeneinander. Dann versteht ihr, was ich meine. Also würde ich jetzt einen Graufilter drüber machen. Ich hoffe, ich mache es in der Nachbearbeitung. Dann wären sie von der Tonwertigkeit ähnlich, also von der Helligkeit. Aber trotzdem können wir das gerne schon mal so einleiten. So, ich nehme jetzt mal die dunkelste Farbe, die ganz hier in der Ecke, und den gleichen Pinsel
Tuff auch nochmal ordentlich ab, zum Glück, weil das wäre voll laut des Todes gleich gewesen. Und ich tuff das im äußeren Winkel auf. Ich laber immer so gerne in meinen Videos, als hätte ich Ahnung. Ich teste die Palette zum ersten Mal, aber ich sag immer liebend gerne, was ich tue, weil man weiß ja nie, wer das Video anschaut. Und an meine Zuschauer da draußen, die jetzt darauf angewiesen sind, dass man deskriptiv ist und alles erklärt, was man macht, weil die halt nur zuhören können, für die ist es auf jeden Fall. Ich versuche eher so eine, schwer zu erklären, eher eine quadratische Form, damit es einmal so die Augen schön nach oben zieht. Also zumindest in den äußeren Winkel, in den inneren Winkel habe ich eher so eine Kreisform. Nehmen wir jetzt hier die vorletzte Farbe und die V8, ja, ich brauche nicht mal hingucken. Die ist sehr cremig, also ganz anders als in der anderen Palette. Da sollte auch keine Schimmerfarbe sein. Ich trage erstmal außen auf. Passt perfekt zu der dunkleren Farbe. Ich benutze jetzt einmal die helle Farbe für die Inner Corner. Okay, ich gehe mit der Farbe doch in die Mitte. So, ich habe es jetzt mal in die Mitte aufgetragen, die ganz helle Farbe. Aber ich muss sagen, die Schimmertöne sind richtig schön cremig und pigmentiert. Ich gehe jetzt mal in die mittlere Farbe. Die scheint noch ein bisschen hier folierter zu sein. Mit der gehe ich mal in die Inner Corner. Jo, habe ich da Fallout? Ja. So, wir haben natürlich noch eine richtig krasse Highlight-Farbe. Mit der würde ich gerne mal in die Inner Corner gehen. Hier mal eine kurze Unterbrechung. Und zwar, ich sage ja in jedem Video Inner Corner und mache immer was anderes. Für mein Gehirn bedeutet es einmal Innenwinkel vom Augenlid. Dann bedeutet es auch mal das richtige Innenwinkel direkt an der Nase, aber auch an der Lower Lash Line. Diesmal ist die Inner Corner gemeint, die direkt an der Nase anliegt. Ist auch so ein richtig krasser Highlight-Effekt. So, was ich richtig schön finde, oben, das habe ich auch schon im letzten Video gesagt, aber Mann, kann nicht davon ausgehen, dass jeder das Video gesehen hat. Deswegen, man hat jetzt mittlerweile nicht mal Sculpting und Highlight, was früher keinen Sinn gemacht hat, einfach wie die es gemacht haben, sondern man hat diesmal auch passende Beschriftungen, wie zum Beispiel diesmal haben wir eine Highlight-Farbe und hier eine Base-Farbe, die ich zum Setten benutzen hätte können, aber egal, wir benutzen gleich nochmal, um die Ränder auszubessern. Ich finde sowieso allgemein, also auch die Maxim Giacomo Sache, die mit Catrice abging, also auch so eine geile Palette. Die Nummer 16 aus der Vegan Ray, oder bist du 15? Die 16. Und geh mal an die Lower Lash Line. Mit dieser Farbe hier. Also die ist sehr schön warm, die Farbe. Ja, ich versuche mich halt echt, mach nur so einen halben Zentimeter und blendet es eher aus, als dass ich versuche, da irgendwie zu viel Gewicht nach unten zu geben. Und was ich auf jeden Fall nicht machen werde, ist das Außen auszublenden, sondern ich wollte heute mal was anderes testen. Deswegen nehme ich jetzt mal die ganz dunkle Farbe. Surprise. Ich guck mal, ob ich nicht einen besseren Pinsel dafür finde. Und ich gehe wirklich nur stempelnd an die äußere Partie. Und wie ihr seht, ich lasse es so ein bisschen spitz zulaufen. Und das zieht einmal so ein bisschen nach oben, das Auge. Sehr krümelig, die Farbe. Also auch hier vielleicht erstmal das Augen-Make-up, dann die Base. Aber das geht bei mir videotechnisch einfach nicht. So, und jetzt nehme ich mal die V20, dieser Mini-Blender, kennt ihr schon. Dann nehme ich die dunkelste Farbe, klopf richtig krass ab. Nimm auch ein bisschen von der Farbe auf der Handfläche ab und gehe über die Ränder. Ich bessere auch ein bisschen so diese kleinen Fehlerchen aus. Sind fast schon fertig. Ich versuche gerade mal gerade in die Kamera zu gucken. Ich weiß, es sieht merkwürdig aus, aber es soll merkwürdig aussehen, falls es Sinn macht. Und jetzt würde ich mal off-camera gehen, Fallout wegmachen. Obwohl, eigentlich können wir mal einen Test machen, weil ich habe heute keine Wet Base, sondern ein bisschen gesettet. Also dazu nehme ich am liebsten mal so einen fluffigen Pinsel und dann versucht ihr das nach oben wegzudrehen. Ja, das hat sich trotzdem ein bisschen abgesetzt. Aber es ist nicht so katastrophal wie beim letzten Video, wo ich die Wet Base hatte. So, den Concealer muss man gar nicht setten. Deswegen mache ich das auch nicht. Aber was ich auf jeden Fall mache, suche erstmal den Pinsel aus. Hier, das ist einmal von die V5 aus der Vegan-Reihe von BH. Und da gehen wir in die Base-Farbe, die hellste. Das ist eher so ein, ja, passt die Beschreibung dazu? Es ist ein weißliches Beige. Hat einen sehr schönen Highlighting-Effekt. Und dann gehe ich einmal um den Look herum, auch unter die Augenbraue.
würde dadurch, dass es halt so aussieht, wie es aussieht, jetzt auch keinen Eyeliner ziehen. Einzige, was ich machen würde, ich nehme mal die ganzen Schimmerüberreste vom Pinsel, sind ja eigentlich alle Schimmertöne zusammengemixt, und gehe mal in die Lower Lashline vorne und blende das so ganz leicht ein. Das öffnet das Auge nochmal so schön. Ich bin soweit zufrieden. Das Einzige, was ich jetzt mache, ist Mascara auftragen. Und da habe ich eigentlich die von Catrice. Ich mache mal heute eine Mischung. Und zwar nehme ich für die oberen Lashes einmal die Glam & Doll Lash Colorist. Also da gibt es sehr viele verschiedene. Ich mag bei der, dass sie so ein bisschen flüssiger ist. Und die tönt die Wimpern nochmal mit ein. Da lasse ich mir auch die Zeit der Welt. Mit der zweiten Schicht muss man ein bisschen aufpassen immer, weil das gerne ein bisschen klumpig wird. Und ansonsten habe ich hier nochmal die der Black One, der Little Black One Mascara in Waterproof. Die ist richtig gut für die Lower Lashes, dadurch, dass das Bürste ein bisschen kleiner ist. Ich habe die schon ein bisschen länger, dementsprechend ist die Formulierung nicht mehr so flüssig. Dann nehme ich auch sehr viel Produkt ab mittlerweile. Und die ist sehr gut, um die inneren Wimpern zu erreichen. Ich habe hier vorne jetzt ein bisschen gestempelt. Das liegt aber daran, dass ich von der Spitze nicht viel abgenommen habe. Und das hat vorne so ein Dattel, keine Ahnung, wie man das nennt. Und damit erreicht ihr perfekt die unteren Wimpern. Ja, ich versuche das ein bisschen vor der Kamera zu zeigen. Und für den Rest gehe ich jetzt mal an den Spiegel ran. So, ich hole euch nochmal ran, weil bei uns war gerade ein bisschen Krach. Dementsprechend habe ich ein bisschen Details gemacht. Also ich habe nochmal die Neonfarbe nochmal aufgetragen, damit es... Also das Peach, damit es noch ein bisschen so diesen Neon-Effekt hat. Das sieht man jetzt in der Kamera wegen dem blauen Hintergrund nicht. Und ich habe vorne auf jeden Fall nochmal hier unter der Lower Lashline ein bisschen besser ausgeblendet. Ansonsten sind wir am Ende des Videos angekommen. Also ich muss gerade sagen, wegen der Palette bin ich sehr zufrieden. Also die Farbenzusammenstellung ist auf jeden Fall sehr schön. Passt auch richtig schön zu meinem Hautton. Also ich verwende sowieso Peach-Töne immer. Und ich gucke mal, wie ich die jetzt in meinen Alltag integriere auf jeden Fall. Qualitativ gesehen ist sie im Gegensatz zu den anderen Paletten echt unschlagbar. Also gerade die folierten Töne haben so einen krassen Schimmereffekt. Also hätte ich echt nicht gedacht. Man sieht es hoffentlich, wenn ich mich bewege auf den Augenlidern, dass da auf jeden Fall ein sehr schöner Schimmer da ist. Deswegen, falls ihr bei DM seid oder wo auch immer es Catrice gibt, swatcht die mal. Die haben immer so eine Schublade, die man rausziehen kann. Und wenn euch die Farben passen, dann könnt ihr gerne die 5 Euro oder 6 Euro, die die kostet, mal ausgeben. Also hier ungesponserte Kaufempfehlung. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben und es auch in den Kommentaren zeigen, was euch gefallen hat und was euch natürlich auch nicht gefallen hat. Fragen zur Palette natürlich immer in den Kommentaren stellen. Und wenn ihr quatschen wollt, könnt ihr auch gerne quatschen. Ich wollte mich auf jeden Fall fürs letzte Video bedanken, für die Reaktion. Also ich habe da was Musikmäßiges gemacht. War so zum ersten Mal auch so richtig mit Video, also kein krasses Video, aber trotzdem kleinere Produktion da, und deswegen bin ich echt froh über die Reaktion. Vielen Dank dafür, und ja, ich will das auch nicht unansprochen lassen. Ich war jetzt eine Weile weg, und warum ich weg war, was los war, das erfährt ihr im Style & Talk. Das kommt spätestens in 2 Tagen, und ja, ich würde einfach sagen, habt einen kleinen Moment Zeit, meinen Kanal zu abonnieren. Vielen Dank dafür, und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!